So, hallo, ich begrüße euch zu einer etwas anderen Geschichte. Wir spielen ja aktuell Geogesser. Und nachdem ich mich da immer wieder schön blamiere, was Flaggen angeht, was Länder angeht, was Hauptstädte angeht, dachte ich mir, hey, ich suche mal eine Seite, wo man vielleicht zumindest zu Ländern ein bisschen was lernen kann, wo man vielleicht zu Städten was lernen kann. Und ich habe eine Seite gefunden, bei der einfach man alles lernen kann. Eine komplette Geografie-Quiz-Seite. WorldGeographyGames.com ist auch auf Deutsch hier zur Verfügung. Ich mache jetzt kurz ein bisschen uns Musik an, ne, dass wir hier nicht die ganze Zeit das alles still ist, weil die Seite hat natürlich keinen Ton, außer dass es Beep macht, wenn ich falsch liege. Deswegen lassen wir einfach weiter unsere QMU-Playlist im Hintergrund laufen. Und ich zeige euch die Seite mal kurz. Ich bin nämlich echt, also ich finde sie ganz cool gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Weltspiele gehe, also das kommt immer darauf an, welche Region man angucken will, ne? Dann habe ich hier das Länderquiz, Länderwelt. Und da kann man jetzt zum Beispiel sich erstmal alle Länder angucken, die es so gibt. Das sind einige. Man kann ranzoomen. Das sind ganz viele, die habe ich teilweise einfach noch nie gehört tatsächlich, ne? Hier ist unser Nordmazedonien, wo wir reingefallen sind. Ja, das ist schon krass. Hier ist auch dieses Andorra und so weiter. Also da ist wirklich alles vertreten, ist alles da. Und wenn man jetzt das Quiz macht, dann zeigt es halt hier oben sozusagen ein Land an und man muss es anklicken. Ja, und man kann jetzt hier einstellen, sollen alle Länder dabei sein oder will man nur aus einem bestimmten Bereich irgendwelche Länder haben, wobei es dann sich eher empfiehlt, einfach das Asien-Quiz direkt zu starten zum Beispiel und es nicht über das Welt-Quiz zu machen. Ja, also das hier ausschließen ist jetzt in dem Fall eigentlich Quatsch. Man könnte genauso gut auch einfach nur das Europa-Quiz machen, womit wir jetzt auch gleich starten werden. Ich will euch das nur kurz demonstrieren, wie das hier aussieht. Wie gesagt, wir machen das gleich mit Europa. Und ja, ich bin jetzt nur erstmal eben in dem Hauptding Welt sozusagen. Dann gibt es das Ganze auch mit Flaggen. Da kann man auch hier, wie gesagt, auswählen, welchen Bereich man haben möchte. Und man hat vorhin eine Bibliothek, wo man sämtliche Flaggen sich angucken kann. Jetzt glaube ich einfach mal so auf Verdacht dann probieren und gucken, wie viel ich durcheinander bringe. Es wird furchtbar, es wird ganz furchtbar. Und dann haben wir das gleiche auch noch mit Hauptstädten. Auch da kann man vorher sich die Hauptstädte natürlich durchlesen. Aber auch da werde ich einfach mal auf Verdacht gucken, wie viel ich hinbekomme. Okay. Ich gehe jetzt nach Europa erstmal. Wir starten mit Europa. Da hat man dann eben jetzt auch das Ganze mit Europa ausgewählt. Und wir gucken mal, wie viele Länder ich hinbekomme. Ich werde natürlich jetzt alle auswählen. Na, hier Optionen. Jetzt gibt es hier auch 46. Ach, hier kann man es gar nicht. Kann man dann zumindest hier kann man die Bereiche rausnehmen. Das ist auch interessant. Okay. Das ist auch interessant. Ah, man kann hier. Okay. Ich verstehe. Kann hier sagen, ich möchte nicht, dass Kosovo dabei ist. So, weil weiß ich nicht, wo es ist, möchte ich nicht, dass es dabei ist. Keine Ahnung. Ergibt für mich keinen Sinn. So, insofern, wir legen los und gucken mal, was ich weiß. Das wird jetzt ganz brutal. Okay, Deutschland kriege ich hin. So. Ungarn. Das ist irgendwo da. Nee, ist es nicht das doch direkt bei Österreich? Also das da oder das da? Ich meine, es das heißt ja immer Österreich-Ungarn. Aber Ungarn ist groß. Das ist mir zu klein für Ungarn. Dann ist Ungarn das hier. Yes. Rumänien. Jetzt wird's halt schon lustig. Das ist jetzt auch irgendwo da. Probieren einfach mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Das hier ist dieses Nordmazedonien, das weiß ich. So, aber Rumänien ist nicht so groß. Wo könnte Rumänien sein? Hier ist. Jetzt werde ich es wiederum falsch sagen. Ist Tschechei. Ich glaube, Tschechei darf man sagen. Tschechien nicht. Ich glaube so. Ich habe es letztens wieder gelesen in den Kommentaren. Ich kann es mir einfach nur nicht merken. Ah, habe ich gerade schon angeklickt, ne? Wo ist Rumänien? Ist irgendwo da in der Ecke. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh mein Gott. Das ist Nordmal. Was ist denn das jetzt? Hatte ich doch auch schon. Hier, kann es nicht sein. Das ist Polen. Dann sind hier die ganzen Estland, Lettland, Litauen-Geschichten.
Ist da hinten so groß? Nein, das ist doch Weißrussland, oder? Wo ist denn jetzt Rumänien? Was habe ich denn jetzt noch nicht angeklickt von den Bereichen hier? Habe ich hier irgendwas übersehen? Hä? Habe ich das nicht ange... War das nicht eines der ersten, was ich angeklickt habe? Aber jetzt mal, no joke, ich war doch da drauf. Ich habe es wahrscheinlich nicht angeklickt. Ach, komm schon. Okay, Andorra wissen wir mittlerweile, haben wir schon was gelernt. Ist dieses Ding da. Okay, Vatikanstadt ist einfach, das ist in Italien. Okay, aber es ist bei Rom. Das hier ist, glaube ich, dieses San... Aber das hier ist auf jeden Fall Vatikanstadt bei Rom. Klar. Okay, Ukraine. So. Das ist jetzt wieder hier. Wo ist Ukraine? Ist die direkt am Meer oder nicht? Hat Ukraine Meer? Danach könnte man ja auch so ein bisschen gehen. Ukraine, nein. Wobei, das hier ist ja auch Meer. Vielleicht dann doch. Nee? Vielleicht hier? Nee? Hier? Jetzt wird es aber langsam wieder kritisch. Hä? Dann hier. Da habe ich doch wieder alles durch. Hier drüber. Das ergibt auch keinen Sinn. Oh, wait a moment. Ich habe da ein bisschen was verpeilt. Da ist mein San Marino. Das ist doch dieses Ding hier, oder? Yes. Okay, Bulgarien. So. Das ist auch irgendwo da. Das ist da. Okay, Serbien. Stimmt, hier sind doch die ganzen auch Geschichten mit Slowenien und Slowakei und sowas. Serbien ist auch irgendwo hier. Wait, ist Serbien nicht das Kleine? Nein, es ist... Was ist denn dieses Kleine da direkt unter Österreich? Ah, wenn ich es lese, weiß ich es, aber... Irgendwo hier muss Serbien... Okay, da ist Serbien. Direkt unter Ungarn. Montenegro. Ich meine, wenn dann die großen Länder kommen, wird es ein bisschen schneller. Ist das da unten Montenegro? Ist das so ein Insel-Dings? Es ist doch schon irgend sowas. Das ist doch, oder? Das hier eigentlich. Auf jeden Fall nicht Montenegro. Wait, das ist hier. Nee, auch nicht. Das ist doch ein bisschen größer. Da ist Montenegro. Okay, Polen ist einfach. Griechenland ist einfach. Ich meine, das wäre jetzt auch ein bisschen peinlich, ne? Bosnien und Herzegowina. Das ist jetzt hier, oder? Immer noch nicht. Da. Ich kann die alle da, ich krieg die nicht. Das ist schön. Moldawien. Das ist auch irgendwo da. Hätte ich gedacht. Da ist es. Dieses Stück zwischen Ukraine und Rumänien ist Moldawien. Nordmazedonien weiß ich. Das vergisst man dann nicht mehr. Albanien. Dann ist das hier Albanien? Oder das da? Das da. Okay, gut. Spanien ist wieder klar. Österreich ist klar. Dann ist eins von den beiden Kosovo. Oh ne, das hier könnte Kosovo sein, oder? So dieses kleine Ding. Ja. Ja, das ist Kosovo. Okay, Irland. Italien. Portugal. Russland. Monaco. Da, nee. Hier. Da zwischen Italien und Frankreich ist man echt. Natürlich. Slowenien. Jetzt
bleibt nicht mehr viel. Übrig. Dann da. Hey, habe ich jetzt überspringen gedrückt oder habe ich's? Oh mein Gott, ich habe überspringen gedrückt versehentlich, ne? Ah, Käse. Das war jetzt wieder dumm. Okay, Belgien. Tschechien. Darf ich jetzt? Ist jetzt Tschechien riecht, dann ist. Mein gutes Programm kann ja auch, weiß ich nicht, ne? Kann ja auch einen Fehler haben. Ist Tschechien richtig? Ist Tschechien doch richtig? Finnland, so. Wir haben hier Norwegen, wir haben Finnland und wir haben. Schweden. Okay. Welches von denen ist jetzt Finnland? Das da. Das da. Ganz rechts, okay. Ganz rechts. Ach, warte, Malta ist das Ding da unten, ne? Ja, natürlich. Kroatien ist dann hier. Ah, Kroatien sind ja auch so Urlaubsort. Das ist hier diese, das ist hier mit dieser Küstenregion, genau. So, Litauen, jetzt kommen wir hier in die Länder ran. Welches von denen Litauen ist, weiß ich jetzt halt wieder nicht. Das kleinste, glaube ich, oh, das hat, hä, das kleinste hat überhaupt keine. Das denn, gehört das zu. Gehört das denn dann? Gibt's einfach gar nicht. Oder das ist einfach falsch gefärbt, gehört zu Polen. Okay, Litauen ist eins von den dreien. Nope. Nope. Okay. Zypern. Ah, das ist hier bei Griechenland. Quatsch. Hä? Doch, da. Ich hab's mit Kreta verwechselt. Kreta ist ja nur eine Insel und kein Land. So, Slowakei. Jetzt, das hier wäre, glaube ich, Slowenien gewesen. Das habe ich nicht richtig angeklickt. Dann ist Slowakei... Da. Ich habe das da oben noch nicht offen gehabt. United Kingdom. Island ist da. Weißrussland ist das große hier. Liechtenstein ist das kleine hier. Excuse me? Ah, das ist... Komplett lost. Ah, Schweden ist ganz außen, ne? Nein, dann ist Schweden hier. Gott, so Estland ist eins von den zwei noch. Okay. Norwegen ist dann ganz außen. Ergibt Sinn. Das nördlichste ist Norwegen. So kann man sich das jetzt merken. Ich muss mir Eselsbrücken bilden. Norwegen ist das nördlichste. Luxemburg ist natürlich das. Hier habe ich mit Liechtenstein verwechselt. Dänemark. Lettland. Ja, und das, die Slowakei habe ich übersprungen, weil ich dumm bin. Okay. So, Leute. Nochmal. Ich meine, man lernt ja erst, wenn man sowas mehrmals macht. Das ist ja das Ding. Wenn ich mir einmal eine Matheaufgabe angucke, davon lerne ich nicht. Na? Also, go. Weißrussland. So, das wissen wir. Das ist hier. Island wissen wir auch. Das ist hier. Wisst ihr, jetzt geht's nämlich schon wieder los. Rumänien. War das große hier, oder? Also, Österreich, Ungarn. Da war's. Das ist das Große hier. Nicht dieses Große, sondern das Große. So, Bulgarien. Okay. Russland da. Frankreich da. Österreich da. Andorra war dieses Stück. Jetzt haben wir die Slowakei. Was habe ich damals verhauen? Ich glaube, die oh, jetzt bin ich schon wieder... Nee, das große... Nein, war es doch nicht. Come on!
verwechsle ich es wieder. Das meine ich. Ach nee, das da. Ich hab die. Ah! Ja. Das Stück da ist Adislow. So, Luxemburg. Ungarn ist direkt neben Österreich, klar. Spanien ist auch klar. Norwegen wissen wir jetzt auch, haben wir gelernt. Ach, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wo das war. Und wenn Litauen genau in der Mitte wäre, könnte man sich das gut merken. Mit Lit und mit. Schade! hätte ein gutes Merkding gegeben. Auch nicht ganz, dann ist es das. Litauen ist ganz unten von den dreien. Jetzt muss ich, wie merke ich mir das jetzt? Litauen unten. Hört beides mit N auf. Wollen wir mal probieren, ob das funktioniert. So, Belgien. Klar, Portugal auch klar. Nordmazedonien kann man mittlerweile auch nicht mehr verwechseln. Italien ist sowieso logisch. So. Serbien. Diese ganzen osteuropäischen Länder. Ich bin da einfach raus. Das da muss es sein. Na, das Kleine. Da nett. Das da. Dann ist es das da. Mann. So, Liechtenstein, klar, ist hier. Irland ist hier. Rhein, ist das Große da. Bosnien und Herzegowina. War auch irgendwo eins hier. Ob das? Was da? Das da, das da. Das ist doch noch recht groß, Bosnien und Herzegowina. Ist gar nicht so klein, ne? Albanien, jetzt geht's wieder los. Das da unten. Also, boah, wie werde ich mir das denn irgendwann mal merken? Das kann man sich eigentlich nur merken, indem man sowas öfter macht. Schweden war hier. Das kriege ich jetzt hin. Norwegen, Schweden, Finnland. So, das kriege ich jetzt hin. So, jetzt sind wir wieder da unten. Kroatien. Ne, Kroatien war, habe ich gesagt, die Urlaubsregion. Das war hier dieses Stück. Genau. So, Slowenien ist das Kleine hier. Jetzt passt die Geschichte. Dänemark ist das da. Und jetzt sind wir wieder bei Moldawien. Viel bleibt ja nicht mehr. Jetzt kann man es über das Ausschlussverfahren machen. Eins von den beiden. Da, nee, oder das da? Das war das in der Mitte zwischen Rumänien und Ukraine. Das war Moldawien. Moldawien, Mitte. Ukraine und Rumänien, Mitte. Vielleicht kriegen wir es ja so ins Zypern hier. Schweiz da. Jetzt kriegen wir Estland. Okay, das kann ich mir. Jetzt habe ich einen guten. Ich sage euch gleich eine gute Eselsbrücke für Estland, wie ich das nie wieder vergessen kann. Ich sage euch gleich eine gute Eselsbrücke. Ich habe mir gerade was überlegt. Kosovo war das kleine Stück hier in der Mitte. Ja, richtig. Das war Kosovo. Das war Kosovo. Ach so, das ist beides. Hört ja mit beides mit Land auf. Okay, meine Eselsbrücke hat sich gerade in Luft aufgelöst. Ah, come on. So, was fehlt denn jetzt noch? Montenegro? Niederlande? Ich wollte nämlich sagen, Land. Aber man kann es. Okay, man kann es übers Alphabet machen. E-Land, F-Land. Na, Finnland weiß man. Und dann E-Land und hier unten Lett. Und die Letts sind genau aneinander. Also die Ls sind genau aneinander. Man muss über solche albernen Eselsbrücken. So muss man sich zu Stück für Stück anfangen zu merken. Ganzen Quatsch. Aber hier weiß ich, hier habe ich noch viel zu wenig Eselsbrücken. Viel zu wenig. Das ganz Große ist die Ukraine, ja. Und dann das fast ganz Große ist Rumänien. Und Ungarn ist direkt neben Österreich. Kriege ich noch hin.
In der Mitte zwischen Rumänien und Ukraine ist Moldawien. Kriege ich auch noch hin. Was ich nicht verwechseln darf, was ich halt ganz oft verwechsel, ist Slowakei und Slowenien. Wobei, das kann ich mir merken. Das ist, ich meine, wenn man jetzt nicht Tschechien sagt, sondern Tschechei, ist die Slowakei genau daneben. Ha, das geht. Das geht, das funktioniert. Okay. Kroatien ist mit dem Urlaubsregion-Ding, glaube ich, kann man sich ganz gut merken. Dann sind diese ganzen Yen-Dinger auch nebeneinander. Serbien. Ich klicke hier rein und sage Serbien. Ja, moin. Serbien, Rumänien, Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien. Ne? Das ist alles zusammen. Das ganz kleine hier am Rand ist Montenegro. Ich mir das merke, weiß ich noch nicht. Kosovo ist dieses Stück hier. Das, denke ich, kann man sich einfach so merken. Okay. Nächster Versuch. So, Schweden. Kosovo. San Marino. Warte, Österreich, Ungarn, das ist die Ukraine, dann ist das Rumänien, Luxemburg, Albanien war hier, Polen. Man müsste eigentlich, ich könnte eigentlich die Länder rausnehmen, die ich eh sicher weiß, weil es eigentlich nur um die geht, die ich nicht weiß. Die jetzt hier anzuklicken, das ist mit der Zeit dann auch langweilig. Weil das habe ich jetzt schon besser gelernt, ne, wo das ist. Werde ich jetzt, glaube ich, auch so schnell nicht mehr vergessen. So. Moldawien war die Mitte von Rumänien und Ukraine. Dann haben wir Tschechien. Spanien. Da ist die Ukraine das Große. Finnland war hier. Estland war hier. Schweiz war hier. Montenegro war das Stück neben Kosovo, richtig? Richtig. Frankreich ist hier. Nordmazedonien war dieses Ding. Italien. Malta. Kroatien war hier Urlaubsregion. Slowakei war neben Tschechien. Wie gesagt, so alberne Eselsbrücken und schon kriegt man plötzlich die Europakarte hin. Österreich, Griechenland, Bosnien und Herzegowina war das Ding neben Kroatien, Lettland, genau, die beiden Länder waren nebeneinander, die beiden Länder waren nebeneinander und dann war Land, Land und hier Litauen. Warum? So rum passt die Geschichte. So, Monaco. Da, zwischen Italien und Schweiz. Serbien war, wenn das nicht Slowakei ist, ist Serbien. Das war blöd. Was habe ich jetzt wieder falsch? Nee, Quatsch, das war Slowenien. Ah, ich habe... Ach, Käse. Ich habe ja gesagt, die ganzen Yen-Dinger sind nebeneinander. Was habe ich jetzt angeklickt? Ja, so rum. So rum. Die ganzen Yen sind nebeneinander und klick hier Lost. Einfach Lost, der Junge. So, Ungarn, Weißrussland, United Kingdom, Vatikanstadt, Litauen, Island. So, jetzt kommt mein Slowenien. Daran habe ich gedacht, als ich als ich Serbien gelesen habe, was Blödsinn war. Deutschland und Zypern. Ah! Wenn man es jetzt mal so betrachtet, ne? Verglichen mit Start des Videos, ich habe was gelernt. Ich hätte es vorher schon wissen sollen. Es ist an sich, also, es ist schon, bin ich schon ganz ehrlich, es ist schon nicht so gut, das nicht zu wissen, aber man kann es ja lernen. Noch eine Runde, oder? Ah, ich denke, ländertechnisch passt's. Hauptstädte. Ich
könnt jetzt erst wieder hier durchlesen, aber ich will nicht durchlesen. Ich will gucken, wie viel ich weiß. Spielen. Ach so. Ach so, das geht. Okay, hier ist es dann mit 4 Antwortmöglichkeiten. Ja gut, dann kann man natürlich über Ausschlussverfahren das machen. Wenn man jetzt mir nur gesagt hätte, was ist die Hauptstadt von Portugal, hätte ich jetzt vielleicht nicht sofort gesagt, was es ist. Aber Brüssel kann ich ausschließen, das ist ja Belgien. Madrid ist Spanien. Das kann es ja auch nicht sein, das ist ja Andorra selbst, also kann es ja nur Lissabon sein, ne? Also kann man es ja über Ausschlussverfahren machen. Ist jetzt ein bisschen, ja ein bisschen, ja, hätte ich jetzt besser gefunden, man sollte die, ach so, ja gut, dann müssen wir es vielleicht eintippen. Na naja, egal. Das ist schon mal besser, wenigstens. Kroatien. Okay, Oslo können wir ausschließen. Ich glaube, Oslo ist Finnland, nicht sicher. Wenn Finnland kommt, werde ich Oslo anklicken und mich wahrscheinlich komplett ärgern. Zagreb, Sarajevo. Ich tendiere hierhin. Okay. Zagreb, Kroatien. Ja, Schweiz ist klar. Dann kann man ja auch wieder über Ausschlussverfahren machen. Bleibt nur dieses Nikosia. Hätte ich jetzt aber nicht gewusst. Na, wenn jetzt hier 4 andere Städte noch gestanden hätten, die ich auch nicht gewusst hätte, hätte ich nicht auf Nikosia geklickt. Montenegro, ja, gar nicht ausschließen. Bin irgendwie bei den beiden hier. Nehmen wir Podgorica. Aha. Eieiei. Das von Bomberman Hero? Ja! Gott, großartiges Spiel, habe ich auch irgendwann mal Let's Play. San Marino. Also wenn hier selber San Marino, ich glaube, das ist so ein Stadtstaat, ne? Ja. Ja, Deutschland, ja mal. Wahrscheinlich Vilnius. Okay, also das kann ich ausschließen, das kann ich ausschließen, dann bleibt ja nur Kiew. Aber ich hätte jetzt Kiew tatsächlich. Ah, ist das ehrlich. Jetzt nicht, also bei Ausschlussverfahren komme ich hin. Aber ich hätte jetzt nicht, wenn mir jemand gefragt hätte, hey, Hauptstadt von Ukraine, hätte ich nicht gesagt, ja klar, Kiew. Kiew, oder wie man das ausspricht. Oh, ja, ja, ja. Lettland. Ha, hätte ich nie gehört. Nichts davon. Frage an euch, wie viel wisst ihr von den Hauptstädten? Also jetzt mal im Ernst, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich nehme dieses Vilnius, weil es vorhin so lustig war bei Berlin. Riga. Lettland und Riga. Aha. Bosnien und Herzegowina. Ist nicht Sarajevo? Ja, okay. Finnland, da habe ich... Moment, Helsinki. Warte, oh Gott. Norwegen, Schweden, Finnland. Wo gehört Helsinki dazu? Wo gehört Oslo dazu? Finnland ist Helsinki. Kosovo. Hauptstadt vom Kosovo. Skopje. Schade. Pristina. Bisschen wie Palästina. Okay. Schweden. Da ist die dritte Hauptstadt, die mir oben nicht eingefallen ist. Finnland ist Helsinki. Norwegen ist... Ist Norwegen Oslo oder Stockholm? Eins von beiden. Nee, Schweden ist doch Stockholm. Logisch. Norwegen ist Oslo.
So, jetzt passt die Geschichte. Ja, Luxemburg ist Luxemburg. Norwegen ist jetzt Oslo. Niederlande ist, wo ist es denn? Amsterdam. London. Nordmazedonien. Also das hat man jetzt halt schon. Das ist dieses Skopje, okay. Slowenien. Es bleibt eigentlich nur das Ljubljana. Okay. Slowakei bleibt eigentlich nur das. Hätte ich aber nicht gewusst. Leider. Griechenland, Athen. Hier, zack. Estland. Ah, hatten wir jetzt dieses Tallinn schon? Tallinn hatten wir noch nicht, ne? Malta kann nur das sein. Das sind jetzt wieder die Sachen, die werde ich mir, die merke ich mir jetzt dadurch weniger, ne? Weil das ist ja nur so per Ausschlussverfahren. Da entsteht jetzt nicht so wirklich der große Lerneffekt bei mir. Weil wenn mich jetzt jemand, nachdem ich hier durch bin, fragt, was ist die Hauptstadt von Malta, komme ich nicht auf Valletta. Weil ich habe es per Ausschlussverfahren angeklickt. Nicht, weil ich es weiß. Ja, Weißrussland ist Warschau, das. Ach, schon Blödsinn. Vorhin wollte ich noch sagen, Weißrussland ist Minsk, als Minsk dastand. Polen ist Warschau. Ich bin nicht ganz blöd. Ich habe mich verklickt. Ja, ganz dumm bin ich auch nicht. Oh Gott. Ungarn, 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 Ungarn ist Budapest. Tschechien ist natürlich Prag. Albanien, Skopje ist weg. Ich glaube, Tirana ist noch übrig, aber habe ich noch nie gehört. Tirana ist die Hauptstadt von Albanien. Ah ja. Blöde? Nevermind. Ja, die Hauptstadt ist mir ein paar Mal bei GeoGuessr um die Ohren geflogen in den Kommentaren. Reykjavik. Weiß ich auch jetzt nur deswegen, ne? Weil ihr sie mir 500 Mal gesagt habt. Woher wusstet ihr das? Kennt ihr wirklich alle Hauptstädte? Auch von so Ländern wie Island? Ich meine, von vielen Ländern kenne ich die Hauptstädte, aber so von so etwas, in Anführungszeichen, unbekannteren Ländern, Entschuldigung an alle Isländer, kenne ich es halt nicht. So, da ist mein Warschau. Ich war vorhin komplett lost. Weißrussland, Warschau. Jetzt bleibt eigentlich nur noch Vilnius übrig. Von denen halt. Weil die anderen haben wir schon weg. Irland ist Dublin. Ja, Andorra kann nur Andorra sein. Auch das. Auf dem einen Schild stand halt sogar Andorra drauf. Und ich gehe auf Spanien, weißt du? Ist halt auch. Komplett, ja, Moskau. Brüssel. Was hat man denn jetzt eigentlich noch nicht? Jetzt kommen eigentlich nur noch Bekannte, oder?
Budapest schon weg. Rumänien. Sofia oder Budapest? Ne, oder Bukarest. Jetzt bin ich wieder am Lost sein. Im Bukarest, ja, okay. Ja, Vatikanstadt ist Vatikanstadt. Österreich ist Wien. Sofia hat man noch nicht. Bulgarien ist Sofia. I see. Hey, hallo Fahrräder. Bulgarien ist Sofia. Wie lange nehmen wir schon auf? 35 Minuten. Ich nehme an, die Flaggen sind jetzt genauso mit Auswahl. Alles klar. Ja, dann ist das auch jetzt nicht so der Mega-Lerneffekt. Das ist dann auch nicht so der Mega-Lerneffekt. Aber ich kann zum Beispiel zeigen, wenn ich dass ich komplett dumm bin und Sachen nicht weiß. Und zwar von Ländern, die man eigentlich wissen sollte. Das kann ich zeigen. Wie, was haltet ihr davon? Oh, jetzt geht's nämlich schon los. Vor allem, wenn ich die Auswahl hier habe. Vor allem, wenn ich die Auswahl hier hab. Ach du Scheiße. Es ist egal, was ich anklicke, ich blamier mich. Ich weiß gerade nicht, wie die russische Flagge aussieht. Ich bin irgendwie voll auf Russland, wenn ich das Ding sehe. Ah, wie sieht denn die russische Flagge aus? Vielleicht klicke ich einfach mal Russland an. Vielleicht passt es ja und ich bin nicht dumm. Wieso klicke ich es nicht einfach gleich an? Warum lasse ich mich verunsichern von den anderen? Ach, komm schon. Oha. Okay, da hat das Land einfach seine Form eingefügt, weil das sieht aus wie Kosovo. Und die anderen konnte ich jetzt ausschließen, weil die anderen weiß ich halt, wie die aussehen. Ah, da hat einfach Kosovo mal sein... Wieso machen wir nicht einfach lauter solche Flaggen? So, die Form vom Land ist auf der Flagge drauf. Das wäre doch einfach. Ach, guck mal, Zypern kann das auch. Ja, schön. Gerne weiter solche Flaggen. Mehr davon? Gott, jetzt bin ich Dänemark und Österreich am struggeln. Jetzt bin ich wegen Dänemark. Oh nee. Ja, aber Dänemark ist anders. Das ist doch Österreich. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja. Aber Dänemark hat sowas. Dänemark ist so ähnlich. Irgendwas ist bei Dänemark ähnlich. Wir kommen wahrscheinlich irgendwann zu Dänemark, aber irgendwas ist da ähnlich. Das ist... Also die zwei Farben, ich werde jetzt als erstes Polen gesagt. What? Ist Polen oben weiß, unten rot vielleicht? Was ist denn jetzt kaputt bei mir? Ich meine, wir kommen ja irgendwann noch zu Polen. Das ist Monaco, rot-weiß, okay. Ich wollte kurz sagen Italien, aber die Farben passen nur. Nicht die, das ist weder, also Italien ist ja runterwärts, nicht rüber, also senkrecht, nicht waagrecht. Dann ist das Ungarn, oder? Scheiße. Das ist Bulgarien. Okay, Bulgarien hat ähnliche Farben wie Italien. Nicht ähnliche, sondern gleiche Farben. Nur in einer anderen Anordnung. Wait, aber Ungarn hat auch so eine Anordnung, nur anders. Also die Farben sind anders. Also nicht, nee, die Reihenfolge ist anders. Die Farben sind doch gleich bei Ungarn, oder? Ist Ungarn nicht rot, weiß, grün? Das ist Polen! Also Polen ist oben weiß, unten rot. Und Monaco ist oben rot, unten weiß. Wer soll sich das denn merken? Mein Gott!
Also wenn ich mal eine, also wenn ich mal eine Freistunde habe mit Schülern, das ist ja optimal. Computerraum, zack. World Geography Games. Das ist ja voll gut. Und man kann es ja auch leichter machen. Ne? Man kann ja sagen, man möchte nur Deutschland, zum Beispiel jetzt Bundesländer oder sowas. Es muss ja nicht das hier sein. Oh, wir können nachher, da können wir noch Bundesländer machen. Wenn ich mich da blamiere, dann ist vorbei. So, das ist. Was kann ich ausschließen? Ich kann Zypern ausschließen, ich kann Russland ausschließen. Okay. Drei Sterne und Berge. Slowakei ist direkt neben der Tschechei. Diese Merkbrücke wird jetzt mein Leben lang bleiben. Wenn ich einmal so eine Merkbrücke habe, so eine Eselsbrücke, ist vorbei. Ist es da bergig? Weiß nicht. Vielleicht sind es auch keine Berge. Und Slowenien ist dann direkt unter Österreich gewesen. Das ist eher gebirgig. Ich gehe auf Slowenien. Einfach nur von der Idee her. Vielleicht passt es nicht. Das ist aber richtig sogar. Okay, weiß nicht, ob das wirklich die Alpen sozusagen darstellen soll, die ja dann bei Österreich und so weiter, ne, teilweise in Slowenien auch noch unterwegs sind. Ob es das ist oder ob es was anderes ist, ich weiß es nicht. Okay, ich meine, ich schwanke zwischen Liechtenstein und Nordmazedonien. Die anderen, klar, kann ich ausschließen, das ist logisch. Liechtenstein und Nordmazedonien. Aber Liechtenstein habe ich so. Das habe ich so nicht. Das muss Nordmazedonien sein. Ach, Scheiße. Mann! Okay, wäre jetzt Schweden nicht dabei, hätte ich sofort Finnland angeklickt. Nee, Finnland ist doch weiß-blau. Schweden. Finnland ist doch weiß-blau. Es ist doch so, auch so ein Kreuz, aber weiß-blau. Nicht gelb. Nicht blau-gelb, sondern weiß-blau ist Finnland. Ich tendiere zu Bulgarien, ehrlich gesagt. F. Litauen. Gelb, grün, rot. Rechte Ampel. Aber das ist Litauen, okay. Kenne ich überhaupt nicht. Libertas. Da es Spanien nicht sein kann, bleibt eigentlich nur San Marino. Bei Estland? Auf San Marino. Oh. Blau, gelb, rot, senkrecht. Andorra hat bestimmt auch so ein eigenes Dings drinne, wie die ganzen anderen kleinen Stadtstaaten. Ich schwanke zwischen Albanien und Moldawien. Bei Albanien sieht anders aus. Ja, auf Moldawien. Und dann ist es einfach rum. Ach, komm schon. Auch hier, mich würde es wirklich brennend interessieren, wie viel davon hättet ihr gewusst? Also, wie viel davon hättet ihr gewusst? Ihr könnt ja mitmachen und eure Punkte in die Dings schreiben. Also, nicht jetzt anderes, sondern einfach das hier mitmachen und dann aufschreiben, wie viel ihr richtig habt. Sag ich jetzt ein bisschen spät, nachdem wir schon bei 15 Fragen sind. Aber hey. Das habt ihr trotzdem mitgemacht. So, da ist jetzt auch wieder so ein. Figur. Hat nicht Albanien zu? Ist das Mund? Auf Albanien. War nicht Albanien. Jo, was ist das denn? Also Polen ist raus, Russland ist raus. Hatten wir Monaco nicht vorhin schon? Dann bleibt ja nur Malta übrig. Hätte ich aber nicht gewusst.
Kennt ihr das, wenn ihr eigentlich eine Flagge seht, die euch komplett bekannt vorkommt, aber dadurch, dass hier Auswahlmöglichkeiten sind und ihr nicht alles ausschließen könnt? Aktuell bin ich auf Niederlanden. Ich bin auf Niederlande. Völlig falsch? Nein. Nee. Aber man lässt sich so verunsichern. Ah, Gott. Ey. Oha. Meine Vibes sagen mir Estland, weil alles andere kann ich ja ausschließen. Hätte ich aber nicht gewusst. Also ich meine, Bosnien und Herzegowina hat so ein Wappen mit drin. Ja, was ist denn das für ein Teppich? Ich gehe auf Weißrussland, weil ich es kann. Ja, der Teppich ist Weißrussland. Das ist jetzt Albanien, aber genau diese Figur meinte ich. Das ist Albanien. Ja, natürlich, das ist Albanien. War die an... Ich glaube, man kann nicht zurückgehen, aber war die Figur, die ich vorhin hatte, auch so ähnlich? Es war halt nicht Albanien, ja, ich weiß schon, ja. Genau, das ist Albanien. Ich bin auf Serbien. Wait a moment. Slowakei und Serbien hatten wir noch nicht. Ich bin trotzdem auf Serbien. Shit. Yo! Die habe ich ja noch nie gesehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 Sterne. Also, weil den zähle ich als einen. 8 Sterne. Ein rechtwinkliges Dreieck in Gelb. Was bist du denn? Aber ich kann den Rest ausschließen. Es bleibt eigentlich nur Litauen übrig. Wir hatten Bosnien und Herzegowina auch noch. Das ist Bosnien und Herzegowina. 8 Sterne, das rechtwinklige Dreieck. Hey. Das wird jetzt wieder so eine Frage. Hättet ihr die Flagge gewusst? Habt ihr die jemals gesehen in eurem Leben? Ich nicht. Jo, ich wollte kurz sagen Dänemark, aber das muss Lettland sein. Ist Dänemark nicht senkrecht? Ach Leute, tschau. Ich gehe auf Lettland. Das ist 100% Italien, aber ich lasse mich schon wieder verunsichern. Aber natürlich, nein, das ist Italien. Ich lasse mich nicht. Nee, das ist sowas von Italien. Dadurch, dass halt alle anderen auch da sind, ihr seht sie hier am Rand, ne? Es gibt ja auch welche, die sind andersrum. Und dann kommt man halt so durcheinander und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist jetzt aber Schweden. Oder Island. Oh mein Gott. Warte, war Schweden nicht vor... Hatten wir Schweden nicht? Das ist Island. Ja, das ist Island natürlich. Okay, das kann jetzt nur noch Slowenien sein. Nee. Quatsch. Kommando zurück. Kommando zurück. Portugal steht ja auch dabei. Wie komme ich denn aus Slowenien? Schweiz.
Schnell, schnell die machen, die einfach sind, Frankreich. Schnell weiter. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier wieder für ein Ding? Vor allem, was hatten wir denn noch nicht? Hatten wir Andorra schon? Würde ich nämlich auf Andorra gehen. Ha! Ha! So, okay. Was haben wir jetzt hier? Ich lasse mich schon wieder vollkommen verunsichern. Das sind doch die niederländischen Farben. Ich gehe auf Niederlande. Man möge mich schlagen, wenn es falsch ist. Tschechien. United Kingdom. Irland. Aber das sind auch wieder. Das ist jetzt aber mein Finnland. Das ist das, was ich vorhin meinte. Na, dieses Weiß-Blau. Das ist. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Das ist Finnland. Was ist jetzt davon schon weg? Serbien ist noch da, ne? Serbien ist noch da. Hatten wir Estland schon? Ergäbe Estland irgendwie Sinn? Wieso nehme ich es nicht einfach gleich? Come on. Hatten wir Estland schon? Ach, bin ich denn billig? Kein Kommentar. Gar kein Kommentar. Ich glaube, Nordmazedonien hat diese Sonne, oder? Oder der Kosovo? Eins von beiden. Okay, Nordmazedonien war's. Jo, das ist jetzt Dänemark. Das ist jetzt Norwegen. Das ist jetzt Slowakei. Wieso kriege ich die denn immer nicht durch? Wieso kriege ich die denn immer durcheinander? Das ist Belgien. Schwarz-Rot-Gold. Ah, Belgien ist nebeneinander. Das war's komplett. Das war's an der Stelle, aber komplett, Torino. Hatten wir Vatikanstadt? Hatten wir auch noch nicht, ne? Einfach Deutschland falsch gemacht. Vor allem Belgien ist ja auch noch schwarz, gelb-rot. Und nicht. Ach, schwarz und gelb. Let's say, einfach. Ja, Mensch, hier, Belgien. Wenn man komplett dumm ist. Oh Mann, so in Griechenland. Okay. Boah.
Boah. Boah, ich habe hier gerade so, kennt ihr das, wenn man, wenn einem was so peinlich ist, dass der Körper anfängt zu, weiß, wie man das nennt. Man spürt es gerade richtig. Also ich spüre es gerade richtig. So, ich wollte noch die Bundesländer machen. Mann, ey. Okay, so, Hessen. Okay, lass mich kurz durchgehen. Ich darf jetzt nicht für anfangen, Dinge zu verwechseln. Bayern, Baden-Württemberg. Hessen ist hier. Schleswig-Holstein ist da oben. Baden-Württemberg ist hier. Bayern ist hier. Bremen habe ich früher immer verwechselt. Ich dachte immer, Bremen ist hier drüben. Aber das hier ist Hamburg, das hier ist Bremen. Das hier ist Bremen. Habe ich früher mal verwechselt. Leck mich doch fett, Mann. Niedersachsen. Saarland. Berlin. Das ist übrigens was, was immer so typisch ist. Man hat es früher immer verwechselt und man macht den Fehler einfach immer und 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 immer wieder. Das gibt's eigentlich gar nicht, ne? Das gibt's eigentlich gar nicht. So, Sachsen. Sachsen an. Jetzt hätte ich hier fast Thüringen angeklickt. Sachsen-Anhalt. Thüringen. Brandenburg. Rheinland-Pfalz. Jetzt ist Hamburg hier oben. Natürlich. Nordrhein-Westfalen. Meckpomm. Dankeschön. Dumm. Dumm einfach mit Bremen. Dumm. Man macht es einmal falsch. Man lernt es einmal falsch. Deswegen ist es auch so schwer, aus Schülern Sachen rauszukriegen, die einfach einmal falsch gelernt haben. So, das bleibt einfach drin. Du kannst machen, was du willst. Du kannst machen, was du willst. So, zum Finale gehen wir nochmal Europa durch. Gucken, wie viel jetzt noch hängen geblieben ist. So, da ist jetzt mein erstes Problem. Das hier waren die Yen-Dinger. Meine hier. Meine hier. Es kann nur das sein. Kurz gucken. Ja. Das war dieses Ding. Schweden war in der Mitte. Das war die Mitte hier, genau, das war das, was ich immer nicht richtig zugeordnet habe. Finnland ist über Estland. Arnstadt ist da unten. Ein bisschen kleiner hier. Jetzt wird es nochmal kritisch.
Das da war Albanien. Das hier war Bosnien-Herzegowina. Jetzt das. Weil das hier ist dieses Nordmazedonien. Ja, das ist doch das hier. Genau, das ist das hier. Ukraine ist das ganz große, Rumänien ist das halbgroße. Vor dem Video hätte ich das nicht hinbekommen. Na? Jetzt habe ich mich wirklich mal versucht reinzudingsen, weil das ist was ich auf jeden Fall wissen. Das mit den Flaggen, ich glaube, das lerne ich nicht. Und die Hauptstädte weiß ich nicht, ob ich die alle lernen kann. Reykjavik und so weiter kenne ich jetzt, aber das ist irgendwie noch zu. Da muss man, glaube ich, länger sowas machen. Aber die Länder, ich denke, für die Länder hat ein Video gereicht, um das reinzubekommen, weil viele kennt man ja schon und über die, die man kennt, kann man sich dann halt so Eselsbrücken bauen. Also, ich habe mich blamiert, aber ich habe auch was gelernt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.